Ja, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Robert Michael Junior und in diesem Video spreche ich über den Aufstieg von den PropTechs wie McMakler & Co. und was das für Sie und Ihr Maklerunternehmen bedeutet. Eine Sache, die ich immer wieder sehe, wenn ich mit Maklern spreche, ist, dass die PropTechs entweder ein bisschen belächelt werden oder wurden zumindest oder als, ja, ich sage mal, nicht wirklich als Konkurrenz wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Makler noch unterschätzen. Weil auch wenn PropTechs weniger qualitativ hochwertig sein sollten als eigenständige Makler, sind sie doch als Konkurrent sehr, sehr ernst zu nehmen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wieso. Was sie aber auch dagegen machen können, also wie sie sich dann eben auch gegen diese großen Player, gegen diese großen Marktteilnehmer erfolgreich durchsetzen können, beziehungsweise wie wir das mit unseren Partnern sehr erfolgreich machen. Vorweg aber ganz kurz ein paar Grundinformationen und dafür wechsle ich jetzt einmal ganz kurz bei mir hier auf den Bildschirm. McMakler ist ein Unternehmen, was sehr, sehr stark gewachsen ist. Also man sieht hier gerade, McMakler hält 50 Millionen Finanzierung zum Beispiel. Das war im Jahr 2019, also ist noch nicht so lange her, wo McMakler 50 Millionen Investierung gekriegt hat für das weitere Wachstum der Firma. McMakler hat auch, das ist hier ein Artikel vom IVD, das ist von 2020, McMakler stellt im Monat 20 bis 30 neue Makler ein. Sie hatten im Jahr 2019 über 1,25 Milliarden Euro Transaktionsvolumen und das zeigt halt schon, dass McMakler sehr, sehr stark wächst, wie auch andere PropTechs. Jetzt die Frage ist das so? Wieso wachsen die so schnell letzten Endes? Und was hat das für Sie als Makler zu bedeuten? Wichtig ist, man muss dafür verstehen, wie der Markt sich entwickelt. Fakt ist, mehr und mehr Immobilienbesitzer fangen an, sich digital übers Internet über den Hausverkauf zu informieren. Das heißt, die gehen auf Google, auf Facebook, auf andere Kanäle und informieren sich im Internet darüber, wie wird eine Immobilie erfolgreich verkauft, was macht einen guten Makler aus, was war eine Immobilie wert, auch eine der wichtigsten Fragen. Das heißt, die Entscheidungsfindung läuft also mehr und mehr digital ab. Jetzt ist es so, wenn man das Internet einmal verstanden hat, dann ist das Internet so, dass es Marktmonopole oder Oligopole macht. Das heißt, es gibt einige wenige, die sehr, sehr viel vom Kuchen haben und es gibt alle anderen, die nur ein ganz kleines Stück vom Kuchen haben. Wieso ist das so? Relativ einfach zu erklären. Es hat unter anderem damit zu tun, wie das Internet genutzt wird. Wenn Leute zum Beispiel auf Google nach Informationen suchen, dann gibt es eine Position 1. Wenn ein Unternehmen bei allen relevanten Suchbegriffen auf Position 1 ist, wird dieses Unternehmen überproportional oft geklickt. Das ist dann nicht so, dass auf Position 1 10% ist, auf Position 2 10%, auf Position 3 10%. Das heißt, die ersten 10 Resultate, das untereinander verauftragen, sondern Position 1 kriegt wahrscheinlich über 40, über 50% der Klicks. Und das sorgt eben dazu, dass die Unternehmen, die sich am besten oben positionieren können, meistens eben auch durch bezahlte Werbung, dass diese eben auch den größten Teil der digitalen Marktmöglichkeiten abschöpfen, das heißt überproportional viel. Und das führt dann eben unter anderem dazu, dass eben es im Internet einige wenige gibt, die sehr, sehr viel vom Kuchen haben und alle anderen, die nur sehr, sehr wenig vom Kuchen haben. Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, mehr und mehr Leute gehen ins Internet. Diese großen Firmen wie McMakler, die haben die finanziellen Mittel, die Ressourcen, um immer zu oberst bei diesen Suchplattformen und im Internet immer zu oberst und präsentesten zu sein. Ja, dann habe ich als traditionellen Makler gar keine Chance. Dann kann ich ja direkt aufhören. Ist aber eben auch nicht so, weil sie haben als Makler einige ganz, ganz große Vorteile. Nur müssen sie diese Vorteile auch für sich nutzen. Wenn sie diese Vorteile nicht für sich nutzen, dann nützen ihnen diese Vorteile nicht. Jetzt, was sind denn die Vorteile, die sie haben? Ja, vor allem zwei. Sie haben sicherlich mehr Kompetenz meistens, weil sie einfach den Markt regional viel besser kennen, weil sie erfahrener sind in dem, was sie tun, weil sie mehr Marktkenntnisse haben. Und sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dass sie ein Gesicht sind. Sie sind ein Geschäftsführer, ein Inhaber einer inhabergeführten Maklerfirma. Sie sind nicht so ein Großkonzern, der gesichts- und namenlos ist, wo 10 Leute für einen zuständig sind, sondern sie haben eine Firma,
wahrscheinlich mit 5 bis 10 Mitarbeitern, vielleicht weniger, vielleicht mehr, aber sie haben eine Firma, Familienbetrieb oder Inhaber geführt mindestens, wo eben auch noch echte Menschen, greifbare Menschen dort, sage ich einmal, in der Firma tätig sind. Und diesen Vorteil, den müssen sie aber auch für sich nutzen. Und jetzt ist die Frage, ja, wieso oder wie nutzen sie den am besten? Und da kommt jetzt eben auch wieder das digitale Marketing zustande, was eben ein Vorteil ist, den sie nutzen können und die anderen Teilnehmer nicht. Ich habe vorhin gesagt, im Internet gewinnt der zum Beispiel auf Google, der zu oberst ist. Das ist richtig. Derjenige, der zu oberst ist, der profitiert tendenziell. Und zu oberst ist meistens der, der am meisten dafür auch bezahlen kann. Aber es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf Facebook Werbung zu schalten. Dort profitiert oder gewinnt der, der am meisten Vertrauen zum Markt aufbauen kann. Und Sie können doch als Geschäftsführer, genau gleich wie ich das jetzt mache, vor einer Kamera treten und Informationen weitergeben. Sie können Leuten weiterhelfen, Sie können potenziellen Immobilienverkäufern deren Fragen beantworten in Form von Videos, wo die Leute merken, dass sie kompetent sind, dass sie erfahren sind. Das heißt, Sie können das Gesicht Ihrer eigenen Firma sein, Sie können sich als Experte, als Autorität im Markt positionieren. McMakler kann das schwieriger, die können das eigentlich nicht, weil wenn McMakler den Geschäftsführer von Berlin nimmt und sagt, ich bin der kompetente Makler in Ihrer Region, dann ist das nicht, überall außerhalb von Berlin ist das nicht glaubwürdig, wenn sich da ein Berliner hinstellt. Wenn die aber einen Makler vor Ort nehmen würden, dann würde dieser Makler wahrscheinlich nach 2-3 Jahren nicht mehr bei McMakler arbeiten, sondern sich selbstständig machen, wenn er dann mit dem großen Werbebudget von McMakler als Autorität, als Experte auch am Markt positioniert wurde. Das heißt, McMakler kann diesen Vorteil, diese Autorität, dieses Vertrauen, was digital aufgebaut werden kann, können die nicht gut oder nur bedingt nutzen. Sie als inhabergeführtes Unternehmen können diesen Vorteil aber sehr, sehr stark nutzen. Und diesen Vorteil müssen Sie unbedingt auch zwingend nutzen. Heißt, schauen Sie, dass Sie eben auf Facebook aktiv sind mit diesen Werbevideos, aber dass Sie auch auf Ihren Webseiten, auf Ihren Landingpages mit Werbevideos arbeiten, weil dort eben auch mehr Vertrauen aufgebaut wird, weil sich dort mehr Leute eintragen. Also wenn Sie dann von 100 Webseiten Besucher, die sie einkaufen auf Google. Auf einmal 10 Leute, die sich auf die Webseite kommen, sich eintragen und bei McMakler nur 2, haben sie auch wieder einen Riesenvorteil, weil dann generieren sie ein Lead 5-mal günstiger als McMakler. Dann haben sie dort auch wieder Handlungsspielraum, wo sie mitwirken können, wo sie sogar McMakler dann irgendwann mal in ihren Teilmärkten aus dem Markt hinausdrängen können, weil sie einfach so viel günstiger Leads generieren und dadurch dann eben auch wieder die Klickpreise erhöhen können. Also es gibt eben schon Mechanismen, die absolut zu ihren Vorteilen ausgelegt werden können, wenn sie die richtig auslegen und das eben, dass sie diese Kompetenz, diese Autorität, dieses Persönliche in den Vordergrund stellen und diese Möglichkeit, diesen Trumpf, dieses Ass, was sie im Ärmel haben, eben auch wirklich ausspielen. Weil nur mit Geld und nur mit Masse haben sie keine Chance. Aber wenn sie cleverer und effizienter arbeiten, dann können sie diesen Leuten und diesen Firmen eben auch ein Schnippchen schlagen, weil gerade im Internet, auch gerade bei so vertrauensintensiven Dienstleistungen, das Persönliche sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Das kann ich Ihnen hier aus persönlicher Erfahrung noch einmal bestätigen. Schauen Sie also, dass Sie unbedingt digital aktiv sind. Überlassen Sie den Markt nicht einfach den Proptechs wie McMakler, Homeday und so weiter. Das wäre verheerend, weil sie sich dann komplett abhängig machen oder sogar die Marktmöglichkeiten kompletter Konkurrenz abgeben in einem Markt, wo immer mehr Immobilienbesitzer sich online über den Hausverkauf informieren, ist das einfach in der Zukunft nicht mehr möglich. Dann werden sie mit ihrer Firma nicht mehr lange existieren können. Also schauen Sie, dass Sie digital aktiv sind. Und schauen Sie, dass Sie die Kunden richtig abholen durch gute Werbevideos, wo Sie eben als Person, als Autorität, als Experte den Menschen durch die Werbevideos weiterhelfen, weil das können Sie, das kann McMakler nicht. Und mit diesem Vorteil können Sie sich sehr, sehr erfolgreich eben auch als regionaler Platzhirsch, als regionaler Marktführer auch positionieren. Das einmal zu diesem Video, wie eben Sie sich auch gegen diese großen Konkurrenten durchsetzen können. Ich hoffe, Sie haben da einen guten Einblick in das Ganze gekriegt. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Zeit, wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg. Ihr Robert Michel Junior.